Unsere Vorstellung war immer, dass jeder, der hierher kommt, irgendwo ein Plätzchen findet, wo er sich wohlfühlt. Was man feststellen kann, ist gerade, dass bei den Universitätsbibliotheken heute eine starke Entwicklung von klassischen Bibliotheken, also wo das Buch die Hauptrolle spielt, hin zu einem Arbeitsort. Und deshalb wird dieses Arbeiten in unterschiedlichen Situationen eben in diesen Uni-Bibliotheken immer wichtiger. Und das hat uns interessiert und natürlich daraus haben wir auch ein architektonisches Konzept entwickelt. Die Fassade aus Granit macht aus diesem Bauwerk ein modernes Monument. Prädikat massiv beeindruckend. Das Innenleben hat nur ein Problem. Zum Studieren ist es hier fast schon zu gemütlich. Wir wollten abbilden, dass eigentlich die Substanz dieses Gebäudes eben die Bücher sind. Und deshalb wollten wir auch sozusagen dieses ganze Massiv der Bücher auch als Massiv nach außen abbilden. Und in dieses Massiv, man muss sich das vorstellen, so wie Höhlen, in dieses Massiv der Bücher sind dann diese unterschiedlichen Arbeits-, Lese- und Aufenthaltsbereiche sozusagen hineingefräst. Für den Preisstifter ist das IKMZ der Beweis. Wer den architektonischen Mainstream verlässt, der schwimmt zwar gegen den Strom, entwickelt aber Zukunftsperspektiven. Wichtig sind Innovationen, viel Technik, Modernisierung, Umweltverträglichkeit, geringe Wärmeverluste und so weiter, also ökonomisches Bauen auch. Wissenschaft braucht Raum und Nischen. Wissenschaft braucht Menschen, die sich mit ihrer Neugier an ihren Arbeitsplätzen wohlfühlen. Wer hier studiert, fühlt sich fast schon wie zu Hause. Es hat architektonische Highlights und es ist innen sehr funktional. Man fühlt sich da in einer gewissen Weise geborgen. Man fühlt sich angeregt zu guter Forschung und zu guter Lehre. Da ist einfach die Kombination von Funktionalität. Ich habe einen Arbeitsplatz, wo ich alles finde, was ich brauche, vom Laptop-Anschluss über den Platz, den ich brauche, über die nahegelegene Literatur, über über das WLAN bis zu auf der anderen Seite, ich fühle mich da wohl.